Giant Dragons Crop Circles bewegt sich mit seinen langen, dünnen Noppen am Rande der Legalität. Ob das günstige Gummi in Sachen Störeffekt zu überzeugen weiß, zeigen wir euch in diesem Video. Viel Spaß! Die Langnoppe von Giant Dragon liegt bei gerade einmal 17 Euro. Mit einem Aspect Ratio von 1,06 bewegt sich der Crop Circles an der Grenze der Legalität. Gepaart mit seinem hauchdünnen Untergummi könnte das für ordentlich Störeffekt sorgen. Die Noppenköpfe sind leicht klebrig und ungeriffelt. Die Noppen selbst weisen einen mittleren Härtegrad auf. Beim Dots-Test scheint der Belag eher langsam und leicht dämpfend zu sein. Schnitt wird dabei erstaunlicherweise fast neutralisiert. Hier im Test klebt der Crop Circles auf einem Nitaco Shake Defense. Gespielt wird mit einem ABS Plastikball. Am Tisch wird zunächst eins deutlich. Passive Schläge haben einen sehr hohen Ballabsprung und sind dadurch erstmal relativ schwer zu kontrollieren. Sobald man aber aktiv in den Ball reingeht, senkt sich der Ballabsprung spürbar nach unten. Wenn man diese Spieleigenschaft verstanden hat, lassen sich die Bälle mit dem Crop Circles recht angenehm verteilen und auch gut in der Länge variieren. Schwächen zeigt das günstige Gummi bei der Schnitterzeugung aus der langen Abwehr. Jedoch sind Hackblocks bei sehr flachem Ballabsprung noch recht effektiv. Weiter am bzw. über dem Tisch ist der erzeugte Unterschnitt durchaus als ausreichend einzustufen. Im Klartext heißt das also, dass der Crop Circles ineffektiver wird, je weiter man sich vom Tisch wegbewegt. Unerwartete Stärken zeigt der Crop Circles übrigens beim Noppen-Innen-ähnlichen Spiel am Tisch. Konter, Block, Heber, Topspin sind erstaunlich gut spielbar. Bei aktiven Schlägen setzt doch ein leichter Störeffekt durch Ballabtauchen ein, was beim Gegner für viele Fehler beim Rückschlag sorgt. Die Noppe empfiehlt sich demnach speziell für den Umsteiger von kurzen oder mittellangen auf lange Noppen oder Spieler, die selbst mit der Noppe noch ein wenig Schnitt erzeugen wollen. Der Crop Circles von Giant Dragon ist unserer Meinung nach eine gelungene Allround-Noppe, die gerade für Einsteiger als auch Kurznoppen-Umsteiger
nicht zuletzt aufgrund des niedrigen Preises, eine interessante Alternative darstellen sollte.